Dann auch ein freundliches Hallo an die YouTube-Zuschauer. Ja. Jan ist auch dabei, der ist so ein bisschen in der Endlosschleife gefangen scheinbar, aber sonst ist alles gut. Ja. Ja. Chat ist auch voll dabei. Ja. Das finde ich schön. Also wir sind jetzt, glaube ich, auch schon irgendwo über Part 20. Ja. Kannst du bitte damit aufhören? Es passt bisher immer. Oh. Und der Chat ist immer noch voll dabei jedes Mal. Das finde ich gut. Also das ist schön. Ich bin mal gespannt, ob wir die 30 Stream-Aufnahme-Parts noch schaffen. Vielleicht. Aber ich glaube, so viel mehr wird da auch nicht mehr kommen. Wir sind auf dem Kreuzfahrtschiff. Oh, wie hieß denn das? Irgendwas mit Treasure? Treasure Tracker? Treasure Tracker war es nicht. Aber irgendwie so in dieser Richtung. Und wir haben, glaube ich, mühselig herausgefunden, wo die gestohlene Maske herkommt und wie das alles so zusammenhängt. Das war ja auch irgendwie ein Akt. Genau, Prime Treasure war das, ne? Irgendwie so. Da habe ich nicht mehr ganz im Kopf gehabt. Und jetzt sind wir bei der geheimen Auktion, die wir ja auch gefunden haben, wo angeblich unter anderem der Wirkstoff R versteigert wird. Und so richtig einen Auftrag haben wir eigentlich nicht aktuell. Also wir haben keinen Fall, der offen ist. Aber wäre natürlich geil, so ein paar Anhaltspunkte zu bekommen. Und vor allen Dingen wäre es noch geiler, diese extrem ekelhaften Masken langsamer abzusetzen. Also die von Pika ist stylisch, die von Tim ist farblich ein Desaster. Ja. Also die Hose ist schon ein Desaster, aber die Maske geht halt auch irgendwie nicht so, ne? Na gut. Muss ich jetzt mit dir eigentlich reden? Ich weiß es nicht, vielleicht. Kann ich in der Sitze. Falls du uns sagst, so bitte, dann stehe ich jetzt zur Verfügung. Nein. Alles gut. Muss ich mit irgendjemand anderes reden? Hatte ich von deinen Leuten? Mit einem von meinen Leuten? Das kann sein. Ah, diese Pokémon bewegen sich kein Stück weg. Muss ich nochmal mit allen kurz reden? Ich dachte eigentlich, ich hätte alle einmal gehabt, aber wahrscheinlich hätte er wieder genau davor gespeichert, bevor ich mit allen gesprochen habe, oder wie? Anscheinend. Aber eigentlich? Hier ist noch einer. Der Artikel in der Maske wurde überrascht aus der Aktion zurückgezogen. Vermutlich konnte sein Besitzer sich doch nicht von diesem Prachtstück trennen. Doch, aber die Textbox kenne ich. Ja, dann kannst du die alle eben mal wegdrücken. Ja, es ist halt so ein bisschen der Nachteil, dass das Spiel autospeichert, dass du dann teilweise nicht mehr genau weißt, wen habe ich jetzt schon angelabert und wen nicht. Aber gut. Heißt, euch haben wir... Ich guck mal, ob ich noch irgendwen... Ja... Können wir Skelabra nicht irgendwie ablenken? Können wir das? Feuer und Flamme für sich selbst ist immer noch super. Ja, es ist halt immer, wie gesagt, etwas blöd, dass ich nicht einfach selber sagen kann, hey, ich würde jetzt gerne speichern, sondern dass das Spiel sich denkt, ne, ich speichere einfach irgendwo und dann musst du es halt nachspielen. So, das war's. Aber ich gucke nochmal, wie gesagt, eben, dass wir auch mit jedem gesprochen haben. Genau, das sind die vom Deck. Aber wie gesagt, ich meine auch, wir hatten mit jedem gesprochen. Mhm. Heißt, wenn ich da jetzt einfach alles durchklicke, verpassen wir ja nicht viel. Bin aber halt echt mal gespannt, wie die Auktion ablaufen wird, weil Tim hat ja, glaube ich, auch gesagt, er hat so und so viel Kohle, die er dann vielleicht setzen möchte. Aber ob das so klappt. Und ausreicht. Weil prinzipiell, er hat ja sein, also er hat das Geld ja nicht wirklich, ne? Es steht quasi nur auf seinem Schein drauf, dass er das halt setzen kann. Mhm. Also... Bin ja mal gespannt, ob der das einfach so ersteigern kann und was uns das vor allen Dingen bringt. Okay, wir wissen dann, dass wir eher ersteigert haben, aber weiß nicht. Bringt uns das so viel? Du würdest die Verteilung so ein kleines bisschen damit bremsen? Ja gut, ich würde dafür sorgen, dass das niemand anders bekommt. Das schon. Aber so langsam müssten immer so ein paar Antworten kommen, wer da jetzt wirklich hintersteckt und so, was wir dagegen tun können, was es mit Mewtwo auf sich hat, was es mit Harry auf sich hat. Also das wäre prinzipiell schon mal nicht schlecht, weil so bislang, weiß nicht. Kam da noch nicht so viel Story, ne? Immer nur die ganzen Fälle, die aber auch cool waren. Ach, guck mal. Die Violine sollte auch hier landen. Hm. Das ist... irgendwie gemein. Aber ich glaube, jetzt müsste ich so langsam alle haben, oder? Halt ich dich schon? Nee, genau, du wartest noch. Du musst immer zu lange über alles nachdenken. So, kann ich jetzt mit irgendwem reden? Nö. Dich hatten wir schon. Dann doch mit der überhaupt nicht verdächtigen... Wie hieß sie nochmal? Emilia? Mhm. Irgendwie auch nicht. Moment. Ha? Doch, sie lockt jetzt Skelabra weg. Ach so. Ah, dann können wir hier wieder ansetzen. Ja. Wenn sie Skelabra weglockt. Gut, nicht gut. Skela! Sie gefallen dir also, hm? Die sind von Emilia. Skela!
Ja, was du ihr dafür geben sollst? Ich glaube nicht, dass sie mir im Gegenzug etwas haben möchte. Sie sind ein Geschenk. Skela, Skelabra. Wie? Dann möchtest du dich umso mehr bei ihr revanchieren? Ja, wenn das so ist. Ah, ich hab's. Du kannst auf Emilia aufpassen. Falls ihr brenzlig wird, hilfst du ihr, okay? Skela! Vielen Dank für deine Hilfe, Emilia. Skelabra scheint ganz hin und weg zu sein. Wenn es hier brenzlig wird. Ja, das freut mich. Jetzt können wir auch in die Vitrine gucken. Ah, Halskette der Göttin steht hier. Sieht richtig kostbar aus. Schau dir die ganzen Edelsteine an. Vor allem finde ich die gar nicht mal so schön. Die muss doch total schwer sein. Kriegt man doch bestimmt ordentliche Nackenmuskeln. Jetzt wird es auch richtiger Lachsnacken, wenn du die lange trägst. Die Halskette. Sieht wunderschön aus, aber ob es sich bei ihr auch um Diebesgut handelt? Und ja, ich glaube, dann können wir endlich anfangen, ne? Ja. Jetzt wird's spannend! Moment, bist du dir sicher? Wir haben noch nicht genug über die Persönlichkeit und das verfügbare Geld der anderen Bieter herausgefunden, wenn du mich fragst. Wenn wir einfach so eine Aktion teilnehmen, könnte es schwierig werden, die Artikel auch wirklich zu ersteigern. Willst du trotzdem loslegen? Nein? Dann nicht? Können wir uns noch ein bisschen mehr über die Leute rausfinden? Muss ich die Vitrinen nochmal alle... Es kann sein, dass wir über die Artikel nochmal... Ja gut, da ist ja eh nichts drin. Oh ja, stimmt. Dann halt nicht, Pika. Aber prinzipiell einfach alles ersteigern. Okay. Da wollte ich gucken. Da ist das Kochbuch, genau. Und, hi. Na, ich will doch nur da reingucken. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Escape sieht auch voll hässlich aus. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, die haben auch alle nichts Neues zu sagen. Hm. Also prinzipiell habe ich alle Infos eingeholt. Ja. Ich frage mich, ob ich selbst entscheiden muss oder ob da jetzt so geile Quicktime-Events kommen. In Anführungszeichen natürlich. So. Immer noch nicht? Fehlt da irgendwas? Was sollte fehlen? Wir haben mit jedem gesprochen. Mit Skelabra nochmal, weil es jetzt woanders steht. Pika, sag mir doch einfach, was du noch wissen möchtest. Wo steht denn Skelabra? Links. Links? Ich gucke hier nochmal, ob hier noch irgendwer ist, aber ich glaube nicht. Pika ist echt voll der Spielverderber, das stimmt. So, Skelabra, gib du mir nochmal Infos. Die Jungen lassen dich immer und überall die Reflexion deiner Flammen bewundern. Das ist definitiv ein Vorteil gegenüber der Halskette, die in der Vitrine bleiben musste. Es macht einen sehr glücklichen Eindruck, das freut mich. Oh. Aber das war jetzt auch nicht gerade hilfreich. Ach komm, wir machen das jetzt. Ich habe mit jedem gesprochen. Okay. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt noch befragen sollte. Das wird nur noch verdächtiger, wenn ich mit jedem 30 Mal rede. So. Ja, Pika. Wenn du mir nicht sagst, was du noch wissen möchtest, dann mache ich einfach. Dürfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Heute präsentiere ich Ihnen ein Prachtstück, das angeblich einst von einem Meisterdetektiv getragen wurde. Das Cape des Meisterdetektivs. Ebenfalls ein gestohlener Artikel, schätze ich. Den werden wir uns schnappen. Denk an alles, was wir über das Bieten gelernt haben. Und schau dir dann, welche Gebote du abgibst, Tim. Diese Versteigerung musst du unbedingt gewinnen. Für mich. War das jemals gelernt? Eigentlich nicht, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe doch mit jedem gesprochen hier in dem Raum. Es hat mir nie irgendwer was gesagt. Aber okay. Auf gut Glück. Wir hätten eigentlich was lernen können, aber wie gesagt, ich habe doch mit jedem gesprochen in dem Raum. Ich habe keine Ahnung, von wem ich das hätte lernen sollen. Hätte ich jetzt wirklich jeden nochmal ansprechen müssen? Ja, du hast sie doch. Ja. Ja gut, dass keiner weiß, was das Problem war, warum ich keine Infos bekommen habe. Sprich, du hättest wahrscheinlich herausfinden können, wie viel jeder bieten kann und hättest nur bis zu dem Punkt bieten können, damit die anderen dich nicht überbieten. Wahrscheinlich. Deswegen meinte er auch, du hast noch nicht rausgefunden, wie viel Geld die anderen haben. Ja, aber... Und du weißt dann halt, die und die Leute wollen noch dafür bieten und joa. Aber mir konnte im Chat auch keiner sagen. Ne? Aber wir haben mit denen ja schon geredet. Ja eben. Und die haben nichts gesagt dazu. Ich habe vor allen Dingen auch ein paar Leute hinterher nochmal angesprochen jetzt, wie wir Skelabra auch angesprochen haben, und die haben auch nichts Neues gesagt. Also das finde ich gerade sehr strange. Ja. Was machen wir jetzt? Um 3 Millionen. Okay. Any more bidders?
There's still time to bid. Einfach immer weitermachen, ne? Sache ist, du hast 4 Sachen, die du kaufen kannst. Aha. Und du musst das Geld wahrscheinlich auch für alles reichen, oder? Wenn du alles holen willst? Vielleicht. Einfach nochmal ein bisschen erhöhen. Mal gucken, was passiert. Okay. Any more bidders? Ach, halt doch den Mund. There's not much time left. Was machen wir weiterhin? Weil irgendwie gibt der Typ auch nicht auf. Du hast bald kein Geld mehr. Das stimmt. Ah, Pika will das Cape. Ich würde vielleicht einfach mal gucken, was passiert, wenn die anderen Gegenstände nicht zurückgeholt werden. Ob Pika dann sagt, ist ganz vorbei. Weil ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht irgendwie jeden Gegenstand versuchen zu ersteigern und am Ende kein Geld mehr zu haben. Dann will ich lieber gucken, was passiert, wenn ich die nicht ersteigere, ob es dann trotzdem weitergeht. Ob das alles nur so nice to have ist quasi. Mhm. Was heißt hier spontaner Pika-Stream? Ich kündige meine Streams immer vorher an. Sogar auf 3 verschiedene Arten. Und per Mail, wenn man mir noch folgt. Also wenn man es dann nicht mitbekommt, ne? Eigentlich braucht man nur den Wirkstoff, das stimmt. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Any more bitters? Nein, ich will erst mal gucken, was passiert. Item is now sold. Thank you all for your participation. The auction is over. Ist Pika jetzt sehr traurig? Flix, wir wurden überboten. Mein schönes Cape. Na nun, nächste Versteigerung beginnt bereits. Es ist ihm scheinbar echt egal. Also wäre wahrscheinlich schön gewesen, alles zu holen, aber... Wenn das Spiel uns nicht zeigt, wo wir Infos bekommen. Ja. Heute haben sie die einmalige Gelegenheit, mit Hilfe der Rezepte der Henry-Brüder, die eine verloren geglaubte Ära der Kochkunst wieder auferstehen zu lassen. Jetzt ist das Kochbuch dran. Das sollten wir uns unter den Nagel reißen. Ich frage mich, also wenn es hier Achievements geben würde, okay, aber so? Also, ich frage mich ja, ob Pika das Cape anziehen würde, wenn wir es ersteigern würden. Vielleicht. Aber eigentlich wollen wir nur den Wirkstoff haben. Hau mal direkt 10-mal drauf. Okay. Any more bidders? Ach, Mädel. There's still time to bid. Dieses Hutot. Wenn du mal 5 drauf haust. Any more bidders? Die sind aber echt hartnäckig. Da will ich das Buch auch nicht mehr haben. Jetzt auch nicht mehr. Na gut. Any more bidders? Item is now sold. Thank you all for your participation. The auction is over. Ich frage mich halt echt, was es einem bringt, wenn man alles ersteigert hat. Also. Das war ein Schuss in den Ofen. Okay. Bling. Und gnadenlos überboten. Yeah, it's harder than I thought. But that's okay. It looks like Keith will be the next one up. Just remain cool. Ich finde das schön, dass ich trotzdem approved bin, obwohl ich nichts ersteigert habe. Ja, hast verkackt. Okay. Und trotzdem warst du gut. Aber das ist halt, das Spiel hat dir mit Sicherheit die Infos dafür gegeben, aber ich finde das eigentlich so ein bisschen blöd gemacht, wenn überhaupt nicht ersichtlich ist, wo du das herbekommst, ne? Aber nun gut. Wenn du bei Ermittlungen mit ihm redest? Guck gerade. Aber hier? Keith is gonna be selling R. We'll trap him by posing as buyers. Okay. Im anderen ist er schon approved, ja. Ja.
Ich kann ja jetzt nochmal gucken, ob hier irgendwer was zu sagen hat. Ja. Aber jetzt werden sie mir sowieso nicht mehr sagen, wie viel Geld sie ausgeben können. Naja, ist jetzt ja auch nicht so dramatisch. Vielleicht die da hinten, weil die Halskette haben will. Meinst du, die kommt auch noch? Die Halskette. So. Die wird erst nachher versteigert. Ah. Da bin ich ehrlich dran interessiert. Okay. Okay. Schön, dass du mir das jetzt sagst. Vor allem vorher hat die nicht mit dir gesprochen. Nee, die hat erst jetzt mit dir gesprochen, nachdem die Halskette eine freie Sicht hat. Ja, man hätte quasi nachher mit ihr sprechen müssen, um dann zu hören, dass die erst danach versteigert wird, um dann zu hören, wie man bietet. Schön. Yay. Sollten gut darüber nachdenken, in welchen Schritten sie ein Gebot abgeben. Bei diesen Auktionen bekommen sie nur dreimal die Gelegenheit zu bieten und die Höhe ist auf 3 verschiedene Stufen beschränkt. 3, 5 und 10 Millionen. Insgesamt nur 3 Gelegenheiten, sein Gebot zu erhöhen. Genau. Ja, wer am Ende das höchste Gebot hat, gewinnt die Auktion. Wow, das hat ja... Okay, sie hat noch mehr Text. Ja. So. Viel Informationen über die anderen sammeln. Du willst die Halskette. Du kannst herausfinden, wer sich für welchen Artikel interessiert. Okay. Selbst ausfragen bringt nicht viel. Aha. Jeder will sich einen Artikel, auf den er es abgesehen hat, vorher mal ansehen. Potenzielle Konkurrenten finden sie daher stets in der Nähe der jeweiligen Vitrine. Und das Budget. Außerdem ist es sehr wichtig zu wissen, wie viel die Konkurrenz gewillt ist zu zahlen. Was wäre zum Beispiel, wenn sie 10 Millionen Dollar für etwas bieten, für das ihr Konkurrent maximal 3 Millionen ausgeben würde? Dann würden sie unnötig viel Geld bezahlen, da sie auch mit 5 Millionen gewonnen hätten. Das stimmt. Geringfügig überbieten. Strategisch vorgehen. Und die Persönlichkeit. Unter die Lupe nehmen. Manche sind großzügig, andere sind vorsichtig. Persönlichkeit wirkt sich auf die Gebote aus. Effizient bieten. Nicht selbst fragen, an die anderen Bieter wenden. Und sich da Infos holen. Wir tragen nicht umsonst Masken. Ja gut, viel Erfolg. Das wäre gut gewesen, vorher zu wissen. Tja. Auf jeden Fall. Kannst jetzt nochmal mit allen reden, um zu gucken, ob dich jemand bei K überbieten möchte oder hau ich es einfach all in? Nee, ich guck mal, ob ich noch irgendwas herausfinden kann jetzt so im Nachhinein, aber die sitzen ja jetzt alle. Hm. Von daher gesehen. Kannst du auch den sitzen sich ja mit denen reden oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, die wollen mich nicht. Nee. Ha. Nur Emilia. Okay. So, ich bin bereit, hoffe ich. This could be it. Welcome, everyone. I have a very special item to offer you. This is the astonishing Chemical R. It will draw out the full power of your Pokémon. Not only will R give your Pokémon tremendous power, but it will leave behind absolutely no trace at all once its effects are over. Perhaps some of you in the audience will recall the accident that happened a year ago at Fine Park. That accident was, in fact, caused by R. Emilia. Yeah, don't worry. I'm getting all of it. All right, Tim. Now. Excuse me. A question. If you use that chemical, is it possible to cause crimes without being caught? Well, of course you could. Oh. That sounds like false advertising, Keith. What? Tell me who you are! So we meet again, Keith. Now, you're coming with us! Was war das denn für ein billiger Auftritt? Ich habe jetzt echt gedacht, wir müssen bieten. Wofür sollten wir unser Geld sparen, wenn wir gar nicht bieten müssen an der Stelle? Wir hätten einfach alles raushauen können für die anderen beiden Sachen. Ja. Aber was? Weil man hat doch schon... Man sieht das Pikachu da sitzen. Und... Man hört die Stimme von Tim und dann so, jetzt ist es aus und zieht seine Maske so richtig unepisch ab. Sie kommen mit uns. Ja. 10 out of 10. Oder so. Der Reveal. Ich weiß nicht, das war so komisch. Hier ist Endstation für Sie, Keith. Du schon wieder. Wer hätte gedacht, dass du es so weit bringen würdest? Ich folge ihm bis ans Ende der Welt, wenn ich dadurch ihren Plan durchkreuzen kann. Die Sache ist, aber er wollte das Zeug doch ersteigern.
Ja! Jetzt wird das wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Nein! Große Worte für eine halbe Portion wie dich. Was kannst du schon ausrichten? Der Pikachu ist ja nicht mehr in der Lage, Attacken einzusetzen. Er macht sich über uns lustig. Nein, eigentlich macht er sich über dich lustig. Na und? Ich brauche keine Attacken, um sie dingfest zu machen. Sagte der kleine Junge zu dem großen Erwachsenen. Solange er gleich nicht kommt, wir haben hier alles aufgezeichnet auf diesem Gerät. Bitte klauen Sie uns das nicht. Ja, I see it coming. Ha, sehen wir mal an, wie lange du noch den starken Mann markieren kannst. Scar. Scroopy, keep them busy. Scar. Oh, wow. Das war ja ein wirklich gefährliches Pokémon, was uns da angegriffen hat. Mit einem Giftstachel. Kitty, ist euch nur der Lunch geflüchtet. Den schnappen wir uns. Hat er zwischendurch mal gespeichert oder kannst du resetten und die Aktion nochmal machen? Ich glaube, er hat gerade gespeichert. Verdammt. Na, war eben kein Cape für Pikachu. Naja. Sieht auch so stylisch aus. Na dann, fangen Key. Ja. I've been waiting for you, Detective. What? I want to show you what R can do. Have fun with the Krokorok. What should we do? Oh, that's it. Perfect. It worked, Pikachu. Good. Now let's get Keith. Yeah. Noivern! How many tricks does Keith have? I'll see you around, Detective. Don't feel bad. You did the best that you could. Oh no. He's gonna escape. Tim, lift me up to the handrail. What? Just trust me. Come on. Okay. Here I go. Why must you keep getting in my way? Noivern! Noivern! Scroopy, get over here! Scroopy! Oh, no, you don't! Scroopy! You? What are you doing? You're not getting away this time, Keith! How dare you! Let go of me! Oh no! I've got to do something right away! I won't let you escape, Keith! Stop! If I let go, you'll be going down with me too, you know? Guess what? I'm willing to risk that! Okay. Was passiert hier? Pass auf, er zieht ihm gleich die Hose aus, ich sag's dir. Ja! Thank you, Chandelure. Are you all right? Yeah, I'm okay. Thank you for the rescue. You're welcome. Tim, that was great work. That's so cute. Even Pikachu was worried about you. What's she talking about? You shouldn't be so reckless. You scared me. I'm sorry. Das war einfach nur seltsam. Well, I'm glad you were able to capture him. Good job, Tim. We really appreciate your help. Thanks to you, the whole R case can finally be closed. I'm ashamed we weren't more help to you, but you brought peace to the city. Thank you. But what about... Ah, you're wondering about Harry. Don't worry, we're still looking. You'll know as soon as I do. I promise you that. Thanks. Hate to disappoint you, but you won't be getting any information out of me. What do you mean by that?
How am I supposed to know something about a guy who went and got himself into an accident? I can't imagine he'd be alive after going off that cliff, though. Don't listen to him. I survived it, and I'm sure Harry did too. Oh, Tim. Go, take him away. Well, I hope you all enjoy the exciting parade. Don't worry about it, Pikachu. Yeah, we've just gotta wait. Bedeutet, die Parade wird auch sabotiert werden. Klingt so. Now that should close the R case for good. Wir haben Kiefer geschnappt. Weil wenn er schon so, ich meine, als ob der jetzt damit alles gelöst ist. Und wenn er schon so sagt, genießt die Parade, ne? Mhm. Mhm. Tim. Oh. Hey, Amelia. What's up? You all right? I know you're worried about your father. Yeah. But Inspector Holliday's looking into it. That was quite a day we had, huh? Yeah, it sure was. But thanks to you, we finally caught Keith. That's really huge, you know? Oh, come on. You're really the one who was responsible for most of that. Anyway, that's nice of you to say. It means a lot to me. Honestly, I regretted covering the accident at Fine Park. I still do. I guess, because of that, the park had to be closed down, and that separated the Pokémon. Just 'cause it's true, doesn't always mean that it should be broadcast. Amelia. I'm happy if I was truly able to help solve this case. Even in a small way. Not small at all. Who knows what would have happened if you weren't there? Oh, you exaggerate. Thank you. By the way, where's Pikachu? That's a good question. I don't know. Oh, the fireworks have started. Wow, they're beautiful. I agree. So beautiful. Sorry, ich konnte das kurz nicht mal schon drücken. So, do you remember your promise now? Yeah. I promised you that I would retrieve your cells. And I also promised to destroy everything regarding R. And now I've fulfilled my end of the bargain. No, not yet. Some of my cells are still out there. Somewhere. Really? How do you know that? What do you mean, somewhere? That I cannot say. I can feel them. That is all. Oh, man. I hope you're not one of those tedious types. I cannot allow them to remain in the world. I must destroy them with my own hands. Whoa, calm yourself down. Humans cannot be trusted. I have told you this. It seems you have forgotten that as well. I never heard anything like that before. Oh yeah, I knew you were the tedious type. I would say that all of you are the tedious ones. I will simplify things. I can simply destroy everything with this. No, wait. You stopped me back then as well. The real you, that is. What? You were the one who told me that the human world could be tedious. Which is why I trusted you to take care of things for me. But now, it seems that there are some humans who can be dependable. All right. Well, just leave it to me. Okay. Damals, als du noch du selbst warst. Mhm.
Item. Also da bin ich auch drüber gestolpert, über den Satz. Mhm. Damals, als du noch du selbst warst. Also Mewtwo, okay. Aber die Szene mit Tim und Emilia, ne? Vor allem, ich dachte mir noch so, wie sich das Feuerwerk angeguckt hat und meinte, das ist wunderschön. Ich so, aber wenn der sich jetzt zur Seite dreht, sie anguckt und meint, das ist wirklich wunderschön, kotzig. Dann hat er einfach genau das gemacht. Also, es könnte potenziell süß sein, aber in dem Moment hat er das echt so... So ein Cringe-Charakter. Ja. Und Mewtwo, der so meinte, also ich könnte damit jetzt die ganze Erde vernichten. Ich könnte. Ich kann's auch lassen. Ja. Also, da ist einiges an Cutscenes, aber okay. Oh, da bist du ja, Pikachu. Wo warst du die ganze Zeit? Ich hab nach dir gesucht. Nein, Entschuldigung, Kleiner. Hat nur eben ein Wie spricht man das aus? Pläuschen? Das ist ein scheiß Wort. Ich hab ein Gespräch mit Mewtwo da drüben. Also bislang immer noch in 8. Es kam noch kein neues Kapitel, Kai. Ich denke mal Ende 8. Ja. Was? Mit Mewtwo? Dann konntest du ihm also sagen, dass du deine beiden Versprechen erfüllt hast? Schließlich hast du sowohl den Übeltäter geschnappt, als auch er zurückgeholt. Naja, davon habe ich ihm berichtet, aber... Sehr gut. Jetzt, wo du deine Versprechen erfüllt hast, müssen wir nur noch darauf warten, dass Kommissar Holiday beim Verhör von Keith Informationen zu Dad bekommt. Die Sache ist die, Tim. Wie es aussieht, habe ich meine Versprechen noch nicht vollständig erfüllt. Was? Laut Mewtwo haben wir noch nicht alle Zellen eingesammelt. Soll das heißen, irgendwo da draußen gibt es noch mehr seiner Zellen? Ganz genau. Müssen Sie unbedingt finden, bevor etwas Schlimmes passiert. Fürs Erste sollten wir uns genau ansehen, was Keith in seiner Kabine hatte. Na gut, gehen wir auf die Suche. Kaum zu glauben, dass er immer noch da draußen ist. Okay. Ja, guten Abend. Wir haben da in der Hilfskabine etwas gefunden. Zeigen Sie es mir bitte. Den Ohren behalte aber ich. Ich habe Hunger. Liegt da gerade wirklich... Nee, es ist... Okay, es ist kein Mini-Donut. Ich glaube, es ist einfach nur das Siegel. Im ersten Moment habe ich echt gedacht, da liegt ein Mini-Donut. Aber okay, es ist nur das Siegel vom Brief, glaube ich. Okay. Glück gehabt. Das große Finale steht hier. Werfen wir mal einen Blick drauf. Das große Finale. Mein lieber Keith, ich danke dir für deine bisherige Hilfe. Mein Plan geht jetzt in die letzte Phase über. Das bedeutet, dass du für mich ein noch größeres Chaos anrichten musst als zuvor. Ich frage mich nur, ist jetzt der Oberbösewicht jemand ganz Neues oder jemand, den wir kennen, wo man sich dann so denkt... Ja, stimmt. Du hast meine Frage gerade beantwortet, indem du auf das GNN zeigst. Okay. Ich wollte gerade sagen, oder kommt jetzt jemand, den wir kennen, wo wir uns denken... What? Aber ja, gut. Ne? Ich möchte, dass du einen möglichst effektiven Zeitpunkt und Ort auswählst. Ich werde dir alle notwendigen Informationen zukommen lassen. Deine Bezahlung wird wie besprochen ausfallen. Ich denke, du wirst zufrieden sein. Die Sache ist halt auch, GNN war immer dabei. Die haben alles gefilmt. Ob Emilia davon wirklich weiß, keine Ahnung. Wenn sie einfach überall hingeschickt wird, ist sie ja trotzdem verdächtigerweise immer da, ohne was zu wissen. Aber es war halt schon so, und jede Menge neue Stories für die. Und Keith war ja auch bei GNN. Ah. Wobei, vielleicht um die Geige zu klauen. Das kann sein. Soll das heißen, dass Keith Anweisungen von einem Dritten erhalten hat? War Keith im Endeffekt auch der Böse bei diesem Fall? Nee, der hat's nur versaut. Der andere Typ wollte die Geige doch stehlen. Vielleicht hat er mit dem kooperiert, damit er heimlich die Geige klaut. Oder er kaputt machen, oder wie auch immer. Ja. Sieht so ganz aus. Hallo, Tim, schau mal. Da hat jemand per Hand etwas hinzugefügt. Hier steht... Auswahlkriterien für die Orte der Freisetzung und die Formen von R. Sehen wir mal, was da steht. Also wie gesagt, ich glaube echt, dieser Graham oder so, einfach um mehr Publicity zu haben. Mal gucken. Ja, wenn er irgendwelche Chaos-Sachen stiftet, dann hat er natürlich auch mehr zu berichten, weil er als allererster dafür natürlich davon weiß, ne? Ja, und die Orte der Freisetzung. Auswahlkriterien für die Orte der Freisetzung. Größtmögliche Ansammlung von Pokémon. Von GNN-Live-Übertragung abgedeckt. GNN soll also eine Live-Übertragung am Laufen haben, während wir an einem Ort, an dem es von Pokémon so wimmelt, R freigesetzt wird? Die Form von R. R wird in 3 verschiedenen Formen freigesetzt. 2 davon haben wir getestet. R in flüssiger Form und in Gasform. Unsere neueste Entwicklung, R in Kapselform. Flüssig, Gas und in Kapseln. Offenbar wollen sie R auf diesen 3 verschiedenen Wegen freisetzen. Ja, haben wir das schon mal? Das kann man nicht noch mal... Den Mini-Donut? Den Mini-Donut kann man auch nicht anklicken. Oh. Ja, GNN, ne?
Drehanweisungen für das Festival. Für den Unterlagen ist das Logo von GNN zu erkennen. Die hat Keith wohl während seiner Zeit beim Sender mitgehen lassen. Mhm. Da steht Infos zu den Kamerapositionen während des Pokémon-Festivals. Offenbar plant GNN die Parade von 5 Stellen aus mit Kameras zu filmen. Okay. Nein, da wollte ich nicht mal draufklicken. Aber sonst noch irgendwas? Ich glaube nur die beiden Sachen. Oh. Okay. Der Plan zur Freisetzung von R und Drehanweisung für das Pokémon-Festival. Was? Aber Moment mal. Der Plan für die Dreharbeiten fürs Festival wurde festgelegt, als Keith bereits nicht mehr bei GNN arbeitete. Wie bitte? Mir schwand Übles. In den Unterlagen stand doch, dass Keith alle notwendigen Informationen erhalten würde, oder? Stimmt. Und weiter? Siehst du die Verbindung nicht, Tim? Das kann nur eines bedeuten. Wie kam Keith an diese Informationen? GNN übertragt die Parade nicht, Keith ist nicht der Schuldige. Keith hat einen Informanten bei GNN. Denk mal nach, Tim. Genau das vermute ich auch. Wobei wir die Person eher den Drahtzieher nennen sollten. Du hast recht, auch wenn ich das kaum glauben kann. Ich weiß, aber uns bleibt keine Zeit für Sentimentalitäten. Ich fand's auch schön. Wer kennt sich nicht die drei Aggregatzustände? Flüssig, gasförmig und kapselig. Ja. Keith war viel zu gelassen, als er festgenommen wurde. Es ist gut möglich, dass er die Vorbereitung für seinen Plan bereits abgeschlossen hat. Vielleicht wird der Drahtzieher selbst oder ein Komplize von Keith den Workshop freisetzen. Ein furchtbarer Gedanke. Das müssen wir verhindern. Ganz richtig. Bleibt nur die Frage, wo genau sie er freisetzen wollen. Ein Ort, an dem viele Pokémon sind und an dem eine GNN-Live-Übertragung stattfindet. Ich zitiere, viel Spaß bei der Parade. Oh, auf dieser Notiz steht das heutige Datum. Wirklich? Dann ist es eindeutig. Wo soll er freigesetzt werden? Im GNN-Gebäude, auf der Parade, auf der MS Prime Treasure. Ich nehme mal die Mitte. Die goldene Mitte. Of course. They're planning to disperse R during the parade. That would be a disaster. But how do they have GNN information? Keith shouldn't know any of this. Good question. Could it be that someone inside GNN is working with Keith? Impossible. For now, let's focus on what we can do. Yeah, you're right. I wish we knew where they're going to disperse R. Let's figure it out from the camera locations and the parade route. Baker can get that information for us. Perfect. Sir, could we use your radio, please? Sure. Du kannst doch einfach dein Handy nehmen. Vielleicht, eventuell. Kapitel 9. Pokémon Festival. Party! Mehr oder minder. Jemand von GNN hat geplant, während der Parade R freizusetzen. So eilen wir zum Detektivbüro Baker, um diese Katastrophe zu verhindern. Are you all right? Not much farther to go. Yeah, I'm fine. No time for a break. Let's go. Gets released here, it'll be a catastrophe. We have to hurry. Aber die Parade ist echt schön. Ja. Muss ich sagen, also auch viele verschiedene Pokémon und die alle irgendwie auch so ganz süß miteinander interagiert haben. Und auch die Deko ist schön, wenn ich mir das so angucke. Die flexenden Golbits. Ja. So, bis zum Röhr ist es nicht mehr weit. Hier sieht es zwar anders aus als sonst, aber du kennst den Weg, oder? Immer geradeaus und dann im Stockwerk über Pablos und Capalores Café. Nee, also wie gesagt, die Parade fand ich echt charmant gestaltet und auch das hier sieht eigentlich sehr schick aus, auf jeden Fall. Gefällt mir. Tim, wir müssen uns beeilen. Das Büro findet sich über Pablos Café, oder? Parade! Hast du gesehen, wie viele Pokémon an der Parade teilnehmen?
Wenn hier er eingesetzt wird, hätte das noch viel schlimmere Folgen als im Feinpark. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Das stimmt. Vor allem, was im Feinpark ja nur das Glurak, ne? Das schon so ein Chaos angerichtet hat. Ja. Was ist da links bitteschön für ein hässliches Kleid im Schaufenster? Das lilane oder das blau-schwarze? Das blau-schwarze, das braune. Jetzt nicht wieder diese Kleiderdiskussion, welche Farbe hat das Kleid. Aber das lilane ist halt schon von der Form her grenzwertig, weil ganz ehrlich, wer hat bitteschön so eine Taille? Aber das braune, was ist das? Ich will nicht aussehen wie eine Kackwurst auf zwei Beinen. Warum? Also... Die anderen sind alle schon zur nächsten Gruppe der Parade weitergezogen. Echter Fans planen ihre Route sorgfältig, um ja auch ja nichts zu verpassen. Sie bleiben aber hier? Ich? Die Romanerei ist mir so anstrengend. Ich habe schon so viel, wenn ich überhaupt was von der Parade zu sehen bekommen habe. Ja gut, ne? Was ist das denn für ein Weihnachtsbaum da? Und warum sieht der Hydrant aus wie ein Kaktus? Ja. Da muss ich, glaube ich, hoch, aber ich gucke erstmal. Pablo ist traurig. Oh nein, ich guck mal, wie weit ich hier noch komme, bevor ich zurückgehe. Bis so hier. Weit. Okay. Hi. Hey, hast du auch diesen einen Typen gesehen? Da hat er abgetanzt, was das Zeug hält. Bei ihm in Trance war der echt sehenswert. Glaubst du, er redet von... Ja, das kann nur Pablo gewesen sein. Ich bin eigentlich mit meiner Freundin hier, aber wir haben uns gerade gestritten. Oh. Was ist passiert? Was hat die da auf dem Kopf? Weiß nicht. Hinterfrag's nicht. Das Problem sind unsere unterschiedlichen Geschmäcker. Was meinst du damit? Sie wollte sich die Gruppe mit den niedlichen Pokémon ansehen. Bei der Gruppe gibt es also verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Pokémon. Ich wollte aber unbedingt Golgantis sehen, das coolste Pokémon überhaupt. Okay. Geben seine Meinung? Ja. Ich bin echt froh, dass ich hergekommen bin. Dank der Lichter von Illumisee und den Volbeat herrscht eine zauberhafte Atmosphäre. Wie am Nebelsee. Die Fields. Die Gruppe, die gerade hier war, ist in Richtung Hauptbahnhof weitergezogen. Es marschieren aber noch mehr Gruppen durch die Stadt. Okay. Das ist natürlich dann nicht gerade leichter herauszufinden, wo sie das freisetzen wollen. Hey Team, schön dich zu sehen. Es geht nichts über eine Parade, oder? Ja, so viel wie heute habe ich schon lange nicht mehr getanzt. Ist das Café heute geschlossen? Aber ja, heute ist das Festival. An so einem besonderen Tag könnte ich mich doch niemals auf die Arbeit konzentrieren. Aber im Detektivbüro Baker sind offenbar beschäftigter denn je. Ein Tag wie heute sollte niemand im Büro verbringen müssen. Du hast leicht reden. Okay, und Kappa Loris? Kappa! Die Parade war klasse, sagst du. Pablo hat heute besonders schwungvoll getanzt. Schön, dass ihr zwei so gut amüsiert habt. Ihr seid ein tolles Team. Der Tanz. Dir ist kein einziger Patzer passiert. Dann haben sich ja alle Übungsstunden ja gelohnt. Ja. Dann würde ich aber sagen, bevor wir ins Büro gehen, machen wir hier erstmal kurz eine Pause, weil ich glaube, da könnte wieder einiges kommen. Ja. Und da will ich mich dann eigentlich erstmal voll drauf konzentrieren. Aber wir haben echt einiges geschafft. Also die Auktion haben wir zwar glorreich verkackt, aber gut, wir haben Kief geschnappt, wir haben einige Infos bekommen und habe ich schon eine Parade gesehen. Also ich finde, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt und Kappa Loris scheint auch glücklich zu sein. Bin mal echt gespannt, ob wir jetzt im Rahmen des Kapitels, es klingt halt schon so ein bisschen finalmäßig, einfach weil sich jetzt alles so langsam zuspitzt. Also ich glaube, das kann ganz cool werden. Aber ja, dann würde ich sagen, tschüss YouTube! Tschüss!